Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hart wie Stahl, die Ostschrauber aus dem Harz. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist das für ein merkwürdig rostiges Teil, was hier in der Kamera reinragt. Ich kann das mal ein bisschen beleuchten. Und zwar eine alte Lore. Eine alte Lore und viele Schienen, viele rostige Schienen. Ja, und was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt im nachfolgenden Film. Wir machen ja nicht nur alles, was alte Militärtechnik ist, sondern wir hier am Ostdeutschen Fahrzeugmuseum Benningstein machen in der Regel alles das, was alte Technik ist, die irgendwie tuckert, fährt und womit man Spaß haben kann. Und in dem Sinne, viel Spaß im nachfolgenden Film. Und wieder einmal wird fleißig gearbeitet an unserer kleinen Feldbahn. Der Jörg. Neue Bleche. Jawohl, das sieht doch schon mal schick aus. Das wird. Ja, und hier sieht man schön, was der Jörg rausgeschnitten hat. Das ist also, das sollte man definitiv ersetzen. Damit ist nichts mehr los. Was willst du hier schon wieder? Ja. Hier geht es nämlich los. Oder wir sind mehr oder weniger voll dabei bei der Feldbahngeschichte. Und zwar heute ist Schienenbau angesagt. Wenn man so eine Schiene zusammensetzt, das nennt sich dann sozusagen Gleisjoche. Das heißt, wir haben die Schwellen, die habe ich bestellt. Die sind hier. Hier liegen die Schienen und hier haben wir die Schwellen. Und unser Jörg baut das jetzt zusammen. Und dann wird es ein wundervolles Gleisjoch. Und dann geht's bald los mit Feldbahn. Mensch, das sieht doch schon cool aus. Dankeschön. Janine, was sagst du? Ja, mega. Kann man herzufahren. Da ist nur die Frage, wie biegen wir den Looping? Das geht ganz schnell. Sache von Sekunden. Sache von Sekunden. Aber mega, ne? Klasse Arbeit. Janine, schiebe mal, los. Das sieht doch gut aus hier. Also es funktioniert, oder? Das ist klasse. Wenn erstmal noch die Lok läuft, oder Hannes? Geil. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bist du glücklich? Haben Sie gut gemacht. Ja, also top Arbeit. Und natürlich unser erster Neun, der macht das alles mit. Großer Tag zum Thema Gleisbau. Heute fangen wir an mit schwerer Technik, Bagger und Radlader. Wir beginnen mit den Erdarbeiten. Das heißt, hier wird jetzt die Erde abgetragen bzw. die Grasnarbe, um hinterher unsere Schienen dort reinpacken zu können, damit unsere Feldbahn irgendwann die ersten Runden drehen kann. Da schauen wir mal, wie es wird. Ja, mega Arbeit. Die ersten Schienensegmente oder Gleisjochen werden verlegt. Wir haben fertig ausgebaggert und
Wir haben so eine Art Plan reingelegt, damit hinterher kein Unkraut hochwächst. Mega. Höchste Eisenbahn im wahrsten Sinne des Wortes. Jörg ist wieder beim Schweißen, unser Gleisjocher. Ein bisschen Arbeit haben wir noch. Die ersten Fertigsegmente sind auch gelegt. Das sieht schon gut aus. Das ist schon mal eine schöne Zusammenfassung nach ein paar Wochen Arbeit seit Erhalt unserer Feldeisenbahn. Luftfilter, Krümmer, alles neu gemacht und hier ist schon die ersten farblichen Gestaltungen kommen und ich denke, es wird auf jeden Fall eine coole Sache. Und die Eisenbahngeschichte geht prompt weiter. Hinten wird schon fleißig weiter gebaggert, um die Strecke zu vollenden. Die ersten Gleisjochen liegen, Gleisarbeiten mit meiner Wenigkeit und hier hinten hören wir es. Janine, unsere Gartentween. Was machst du hier Schönes? Das sieht doch gut aus. Ja. Du machst sozusagen Petunien, wollte ich gerade sagen. Petunien? Ja. Erzähl mal was. Wie weit oder wie zufrieden bist du mit dem Fortschritt der Eisenbahn? Ja, sieht gut aus, oder? Also heute Abend fahren wir bestimmt noch in Amorelore. In der Amorelore? Na klar. Na, ja, das sieht echt gut aus, wenn man hier guckt. Ich glaube, mit unserer Lore kann man denn schon mal eine kleine Testfahrt wagen. Die erste Kurve wird auch bald fertig sein und sips. Nicht, darf ja nicht fehlen hier die Lok. Und das sieht auch prima aus. Das wird, oder Hannes? Der große Moment zur ersten Probefahrt rückt immer näher. Auch wenn wir noch nicht ganz fertig sind. Ein Stück haben wir jetzt erstmal. Die Bahnstrecke soll natürlich noch hinten an der MIG vorbeigehen, bis hinten zum Grundstücksende. Da kommt dann noch ein Bahnhof hin und ein Abzweig. Und insgesamt sollen dann nachher schon, naja, vielleicht 300, 400 Meter Schiene entstehen, dass wir ein bisschen mit den Kiddies hin und her fahren können. Ja, hier liegen schon die nächsten Gleisjochen. Da drüben unsere Kurve. Und jetzt werden wir. Janine ist noch am Arbeiten. Das sehen wir gerne. Der Jörg baut auch schon die nächste Kurve. Und natürlich muss man auch mal rüberschwenken. Unsere Feldbahnlok, die hat natürlich richtig Form angenommen. Unsere beiden Helferchen, die haben ganz viel Zeit und Mühe hier schon investiert, um aus einem Stück Schrott sowas Wundervolles zu machen. Und der Tag der Probefahrt rückt immer näher. Und wenn man hier mal guckt, das sieht schon cool aus. Auf jeden Fall. Ja, das hat was. Ja, und man kann erstmal eine kleine Probefahrt machen mit unserer Lore, denn es ist ja eine Lorenbahn. Diese Lore bleibt auch so erhalten, so wie sie original war. Und jetzt werden wir die mit unserem Bagger mal draufsetzen und dann fahren wir Amorelore. So, Janine, schieb! Ich brauche Jörg. Okay, komm her. Warte. Wo wollen wir denn eigentlich lang? Zwar noch nicht auf Schienen, aber wir bereiten es vor. Oh, was ist hier? Soll ich helfen? Festgefahren mit der Lore. Los, los, los. Vorbereitung laufen. Puh, damit wir uns nicht nochmal so abquälen müssen, nehmen wir jetzt Baggers Hilfe. Weil wir müssen ja auf die Gleise drauf. Falscher Hebel.
erlebt. Schön schwer. Na bitte! Ja, wie ihr seht, unser kleines Nebenprojekt, was heißt klein, unser großes Eisenbahnprojekt hat erfolgreich sein erstes Kapitel abgeschlossen. Das ist natürlich längst noch nicht alles. Wir haben noch die Lok, die hier drauf muss. Wir haben noch ein paar Loren, die drauf müssen, restauriert werden müssen, so dass Leute mitfahren können. Wir haben noch Weichen zu legen, in Lokschuppen zu bauen und. Das heißt, die Geschichte Feldeisenbahn wird hier neben dem Panzer fahren und die anderen Sachen am Fahrzeugtechnikmuseum bei uns auch noch ein großes Kapitel in Zukunft sein. Und Feldbahn ist auch was Geiles. Alles, was schwer ist, alles, was Metall ist, alles, was einen Dieselmotor hat oder einen Benzinmotor oder irgendeinen Motor, der irgendwie eine Verbrennung stattfindet, ist was Geiles. Wenn ihr auch der Meinung seid, like nicht vergessen und folgen, denn hier seht ihr noch viel mehr bei uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.